Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir haben Sonneweg erreicht. Sonneweg, Solaris, Leben. Ja, die letzte Stadt. Hier werden wir unseren letzten Orden fangen. Und ich bin schon richtig gehypt. Ja, total angespannt. Es wird nämlich ein heftiger Kampf vor uns kommen. Dies hier ist eine Küstenstadt und gleichzeitig das Tor zur Pokémon-Liga. Aha. Das ist ja schon mal interessant. Hier ist direkt das Pokémon-Center. Also hier können wir direkt heilen. Haben wir auch nötig. Einst träumte ich davon, Arenaleiter zu werden. Mein Traum hat sich zwar nie erfüllt, aber ich habe immer Pokémon an meiner Seite. Ich lebe also ein glückliches Leben. Naja, immerhin, ne? Sonnenweg liegt an einer schmalen Landzunge, umgeben vom Meer und den Bergen. Den Mangel an Raum macht die Stadt mit Solarzellen wett, die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, an dem Natur, Pokémon und Menschen ein Ganzes bilden. Unglaublich, du bist sowas von cool. Das ist ja schon 7 Orden. Ja, wir werden noch viel, viel cooler. Nicht nur mit diesem neuen Outfit, was wir gerade anhaben, sondern auch, wenn wir den 8. und somit letzten Orden, wie oft habe ich das schon erwähnt? Wenn wir uns den schnappen, vielleicht sogar schon heute, wenn alles glatt läuft. Aber erstmal gucken wir uns die Schatten genauer an. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena. Deswegen haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. In Sonneweg scheint ständig die Sonne. Das System ist also perfekt. Aha, deshalb der Name Sonneweg. Es scheint immer die Sonne. Und die soll ein Leuchtturm sein. Erinnert mich so ein bisschen an Johto. Was du in letzter Zeit in den Untergrund hüllen? Je nachdem, wo du hinabsteigst, gelangst du an verschiedene Orte. Deshalb kommt mein Erkundungszelt an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Ja, da hat sie recht. Es gibt mehrere Orte, wo man abtauchen kann und dann anderen verschiedenen Untergrundsorten wieder auftaucht. Begib dich in die Untergrundhöhlen und lebe dort ein tolles Abenteuer. Die machen nur Werbung. Ehe man sich daran macht, Schätze auszugraben, sollte man versuchen, gemeinsam mit Freunden Schimmersteine zu sammeln. Das lohnt sich nämlich, du wirst schon sehen. Schimmersteine? Sagt mir nichts. In den Untergrundhöhlen soll es gewisse Stellen geben, an denen Pokémon sich bevorzugt in Gruppen aufhalten. Ja. Der Untergrundmann in Milvigenau und Adam aus Flateburg sind miteinander verwandt. Nimmt man Adams Sohn Veit hinzu, hat man ein Trio hervorragender Bergleute. Aha, Vater und Vater. Und dann ist halt das Kind. Krass. Die Sphären, die man in den Untergrundhöhlen findet, sind wie Edelsteine. Man kann sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Eines Tages hatte ich den Untergrundhöhlen das Bewusstsein verloren. Aber Veit eilte mir zu Hilfe und rettete mich. Okay, hier ist anscheinend der Untergrund-Fanclub. Sonneweg Markt. Große Auswahl an Stickern aus aller Welt. Oh yeah. Sieht sehr interessant aus. Oh, dein Schnurrgast. Das muss ich noch mehr anstrengen. Wenn es das tut, gebe ich deinem Puma ein schönes Geschenk. Okay, das war ein bisschen gemein. Aber was sagst du zu Chelterer, meinem Starter? Oh, den Chelterer, es hat sich enorm angestrengt. Hier, Fleißband. Okay, danke. Was? Dran gesteckt? Dran gesteckt? Du meinst... Ach, schau mal hier. Name Fleißband. Band für extrem fleißige Arbeiter. Cool. Ich weiß nicht genau, was die machen, aber ich meine, es war auf jeden Fall ein Schwert und Schild so, dass man damit so einen Titel haben konnte. Wenn du die Pokémon benutzt, dass dann nicht steht Lustschelterer, sondern Lustschelterer, das fleißige Pokémon zum Beispiel. Irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht, wie das hier funktioniert. Das ist ein Sticker, Händler. Er hatte die Sticker, die ich wollte, heute nicht auf Lager. Vielleicht habe ich morgen mehr Glück. Ja? Der Sonneweg-Markt ist bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Okay. Und du verkaufst welche hier? Darf ich ein wenig deine Zeit in Anspruch nehmen? Du wirst es nicht bereuen. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ich bin hinter der Kasse, aber klar, ich mag kurz einkaufen. Okay, hier kann man also Sticker kaufen. Wahrscheinlich ändert sich das jeden Tag. Gut, wenn man richtig Bock hat auf die Sticker. Ich bin nur so nebenbei dabei, die zu besitzen. Ich bin nicht so ein riesiger Fan davon. Ich meine, ich finde es cool, dass sie existieren und so, aber... Was? Ein weißes, unbeschriebenes Schild? Hä? Warum das denn? Wieso steht da nichts drauf? Menschen und Pokémon posten ihr Leben jeder Umgebung an. Wir alle tun das, denn nur so überleben wir. Das hat meine Frage nicht beantwortet. Hä? Jasmin aus Johto? Oh, sie hat aber ein hübsches Kleid an.
Ich heiße Jasmin. Ich bin eine Arenaleiterin. Oh, aber nicht in dieser Stadt. Ich bin Arenaleiterin in der Johto-Region. Es würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren. Okay, sie lässt mich hier nicht durch. Sie sieht mich nur als würdig an, wenn ich alle Orden habe. Also, ich mag ja Jasmin, ne? Ich finde sie sehr sympathisch. Alleine für sie würde ich alle Orden sammeln. Und nein, ich bin kein Shrimp. Nein, nein. Ich respektiere sie nur. Ein Donnerstein. Kommt ein bisschen spät im Spiel. Aber cool, immerhin. Hier ist ein verstecktes Haus, wo man nur mit Kraxel hinkommt. Auch interessant. Warum auch immer man das hier machen sollte. Vielleicht, weil man hier eine neue Pocket-Jab bekommen könnte? Oder eine neue DM oder so? Dieses glitzern grelle Ding, das du da hast, ist echt cool. Das ist ohne Zweifel ein Pocket. Eine wahrlich wunderbare Erfindung, meinst du nicht? Ich habe die Erlaubnis der Pocket-Gesellschaft erhalten, Apps für den Pocket zu entwickeln. Als Trainer hast du doch bestimmt Pokémon in unterschiedlichen Wesen. Darf ich sie mal ansehen? Oh. Okay. Na, mal sehen. Ich würde gerne einen Blick auf deine erste Pokémon werfen. Auf ein ernstes Pokémon. Ach so. Lass mal kurz sehen. Wesen mild, kauzig, hastig, mild, locker, froh. Ich weiß nicht, ob ich so ein Pokémon habe, was du suchst. Ich habe es gefunden. Manaphy ist ein ernstes Pokémon. Ja, dein Manaphy hat wirklich ein ernstes Wesen. Danke, dafür füge ich dem Pocket diese Kalender-App hinzu. Hä? Was hat das mit dem einen, mit dem anderen zu tun? Egal. Der Kalender zeigt den Monat an und ermöglicht es dir, wichtige Ereignisse vorzumerken. Aha. Müssen wir den kurz suchen. Boah, habt ihr gesehen, wie viele Schritte ich schon hab? Ich hab schon das Maximum. Aha, nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Nein, das ist eine ganz normale Uhr. Jetzt sieht man, wie früh ich aufnehme hier. Hier, das ist neu. Und das war's. Man kann hier drauf drücken und damit sagen, ja, an diesem Tag ist was Besonderes und das war's. Und ja. Also wirklich gelohnt hat sich das Ganze jetzt nicht. Und man kann ja auch nichts aufschreiben oder kritzeln oder so. Also, ja, also wenn man drauf Bock hat, ne. So, trotzdem besser, es zu haben, als es nicht zu haben. Denn das zählt für mich auch noch dazu, alles zu zeigen. Und für alle Pocket-Apps zu zeigen. Bestimmt habe ich noch ein paar verfehlt. Ich weiß sogar, dass ich noch ein paar verfehlt habe. Ich werde die bestimmt noch nachholen. Pokémon Feld, Sonnewegs charakteristische Sehenswürdigkeit. Der ganz normale Fels am Wasser, das ist eine Sehenswürdigkeit? Dieser riesige Fels, ist das nicht ein Pokémon? Ein Pokémon, sagst du? Erinnert mich so ein bisschen an einen Relaxo. So ein bisschen. Erinnert vielleicht doch ein bisschen an einen Pokémon, ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass Team Galactic nichts Gutes im Schilde führt. Aber hier in Sonneweg haben wir noch nie einen von ihnen gesehen. Das ist doch gut. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Cyrus. Er mied Menschen und fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich, dass er ein guter Schüler war, was wohl aus ihm geworden ist. Hat man gerade im Fernsehen gesehen, nichts Gutes. Hier ist er also großgezogen worden. In Sonneweg. Aha. Das ist eine schöne Stadt eigentlich, riesig hier auch. Haus von Mona, Bänder für jedes Pokémon. Auf mich wirkt diese Stadt wirklich als die größte in ganz Sinnoh. Du bist ja mein knuffiger Trainer. Mein Mann ist Matrose und arbeitet in der Ferne. Ich sehne mich sehr danach, ihn endlich wieder bei mir zu haben. Allerdings ist das Warten schon ganz schön langweilig. Ich habe eine Idee. Komm doch ab und an zum Plaudern vorbei, ja? Besuch mich morgen wieder. Hä? Okay, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es irgendwie jeden Tag ein paar Items oder so. Bestimmt nichts heftig Wichtiges, was sie einen gibt, aber kann man sich ja mal merken. Okay, das war so größtenteils die Stadt, aber wir wissen ja noch gar nicht, wo überhaupt die Arena ist. Da haben wir uns wohl noch nicht ganz gut genug umgeschaut. Gucken wir uns mal ein bisschen besser um. Zum Beispiel, hier ist was. Der Arenaleiter übertreibt es mit der Elektrizität.
Er muss wirklich mal an die Strom, an die Stadt denken. Die braucht doch noch Strom. Wie wohl die Stromkosten dieser Stadt aussehen. Leuchtturm, das Leuchtfeuer der Sinnoh-Region. Und hier ist der Leuchtturm. Gehen wir mal nach ganz oben. Dum dum. Bewegt sich von alleine. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinem Pokémon diese Ferngegenden bereisen. Cool. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Und du guckst gerade durch? Du bist also die neueste Herausforderin der Arena von Sonneweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich mir eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich nichts mehr auf. Ich will vor allem als Pokémon-Trainer elektrisierende Kämpfe austragen. Als härtester Arenaleiter der Sinnoh-Region werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich einsetzen. Du bist der Arenaleiter? Und wenn das hier alles so viel mit Elektro und wisst schon zu tun hat, habe ich schon so eine Vermutung, welchen Typ er haben wird. Was sieht man denn so beim Fernglas? Die Pokémon-Liga. Das ist unser nächstes Ziel, sobald wir uns den letzten Orden geschnappt haben. Da wollen wir hin. Und der Anblick hat uns jetzt 1 Euro gekostet. Nice. Aber wir haben so einen großen Wasserfall darunter gesehen. Wie wollen wir denn da durchkommen? Gibt es auch einen anderen Weg oder wie soll man das machen? Aber jetzt mal ehrlich, wo ist die Arena? Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ist die hier? Nee. Jetzt bin ich wieder hier. Aber wir müssen mit dem Fahrrad. Ah, hier ist die Arena mit Ignaz. Pokémon Arena von Sonneweg. Arenaleiter Volkner. Ein elektrisierendes Erlebnis. Oh, du bist's. Er ist endlich zurück und er wirkt irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er dir dein Können angesehen und kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Heißsporn. Sorge dafür, dass in der Hitze des Gefechts der Funke der Kampfeslust auf ihn überspringt. Na dann los, Heißsporn, ich warte in der Pokémon-Liga auf dich. Du wirst also einer der 4 Kämpfer sein in der Top 4 Liga, Pokémon-Liga. Mhm. So, das ist unser Team bisher. Ich würde sagen, Schnurgas kann auch eigentlich vorne bleiben, bis ich eine bessere Taktik gefunden habe. Und hier sind wir. Ich mag die Arena eigentlich. Howdy, zukünftiger Champ. Lass mich mal deinen Trainer-Etui sehen. Wie viele Ohren hast du? 1, 2, 3. Wow, oder schon 7. Das heißt ja, wenn du den hiesigen Arenaleiter besiegst, kannst du die Pokémon-Liga aufmischen. Dann ist das auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also hör mal gut zu. Nur noch dieses eine Mal. Der Arenaleiter hier ist ein Meister im Umgang mit Elektro-Pokémon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, denn daher muss er selbst erledigen. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass der irgendwas mit Elektro-Pokémon zu tun hat. Und ja, ich mag die Arena. Die ist sehr einfach eigentlich. Die wirkt kompliziert, aber ist sie überhaupt nicht. Wirst du es bis zum Arenaleiter schaffen? Bist du dir da wirklich sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich meine, ich habe Level 50er Pokémon. Du hast ein einziges. Wetten, das ist noch knapp Level 40. Vielleicht sogar nicht mal. Ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass ich verliere. Vor allem habe ich auch gar keine Heil-Items gekauft. Was eigentlich ein Nachteil für mich ist, aber ich brauche es halt einfach nicht. Ich bin einfach zu gut für Heil-Items. Wir brauchen so. Oh Gott, Charm. Charm, Charm. Die gleiche Attacke, die wir haben. Sinkt Stärke stark und so. Trotzdem nicht stark genug, um dich K.O. zu plätten. Und das war der Kampf. Kein Kratzer bekommen. Das war sehr einfach. Ich sag ja, viel zu einfach seid ihr. Die Zahnräder drehen und drehen sich. Mein Kopf dreht sich auch und ich bin raus. Da muss ich eher mal was anderes denken bei den Zahnrädern, aber egal. Aha. Lass mich hoch! Lass mich hoch! Geht nicht. Dann, Knopf.
Komm ich durch. Knopf. Ich komme noch nicht durch. Knopf. Aha. Ich komme noch nicht durch. Knopf. Müssen wir vielleicht erstmal hier lang. Gegen den Gitarristen kämpfen. Ich will gewinnen. Ich untermale diesen Willen mit meiner treuen Gitarre. Ich will gewinnen. Mein Pokémon wird zum Star, da ich auf diesem Motto beharre. Leute, ich glaube, er will gewinnen. Aber natürlich werde ich ihn das nicht lassen. Was hat er überhaupt? Ach, ein Luxio. Immer noch kein Luxtra. Immer noch kein Luxtra. Welchen Level ist es? 40, 45. Na komm, zeig. Den blöden Bedroher. Ja, 44. Also. Lern ein paar Sachen dazu. Zum Beispiel entwickeln und alles. Und ja, danke für den Crit. Das macht meine Sache leichter. Ja, was soll ich sagen? Easy. Der Blick. Es hat nicht zum Sieg gereicht. Heute gibt es keine Zugabe von uns. Oh, buh. Verlier niemals einen Siegeswillen. Wenn dir das gelingt, gibt es so gut wie keine Grenze für dich. Naja, außer halt einen Pokémon-Kampf zu verlieren, ne? Mhm. Ja. Das ist das Problem, wenn ich rüber switchen will von Stick zu Steuerkreuz, weil wenn ich mich mit dem Stick bewege, dann stehe ich irgendwo mittendrinne, oder was heißt mittendrinne, so eher so am Rande eines Teils. Und wenn ich dann wieder rüber wechsle zu der Steuerung mit dem Steuerkreuz, dann lande ich eigentlich meistens eher nicht so wie jetzt. Ihr habt vorhin, glaube ich, gesehen, was ich meinte, sondern ich stehe dann irgendwie nur so ungefähr immer. Der geht nicht richtig. Ja, ist auf jeden Fall schwierig zu erklären, aber ich mag es auf jeden Fall nicht. Ja, wie kommen wir hier durch? Ah, jetzt kommen wir hier durch. Jetzt können wir hier lang. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken erlernen. Kleiner Knirps. Welchen Pokémon willst du denn machen, hä? Oh, ist auch noch eins. Alle haben hier einen Pokémon. Ein Pantymos. Ich weiß nicht, von wo diese Kinder immer die Pantymos herbekommen. Ich verstehe das nicht. Von wo kriegt... Oh, ich muss Geistertag einsetzen. Von wo kriegt man einen Pantymos bitte her? Also Pantimimi ist das eine, aber ein Pantymos... Und als ob das nicht gekillt hat. Als ob das Ganze nicht gekillt hat. Come on. Brauche ich jetzt das andere nicht einsetzen. Ist sowieso down. Ich glaube, wir werden sogar noch heute unseren letzten Orden schnappen. Du bist ganz schön stark. Ja, du nicht. Ha! Lol. Du hast mir gezeigt, dass ich immer noch viel lernen muss. Die Welt der Pokémon ist nicht so einfach zu durchschauen, wie ich dachte. Nee, leider nicht. Aha. Steuerkreuz. Seht ihr, was ich meine? Dann hängt er so immer noch so ein bisschen fest. Hallo Pikachu-Kostüm. An meinen Klamotten kann man sehen, dass ich keine halben Sache mache. Ja, auf jeden Fall. Oh. Wortwörtlich. Oh nein, du hast jetzt aber nicht viermal Pikachu, oder? Bitte nicht. Und bitte haben die nicht alle Statik als Fähigkeit. Bitte. Komm schon, hab Erbarmen. Oh, ich glaube, es wird genauso ablaufen, oder? Okay, noch keine Statik, immerhin. Egal. Ich meine, hier kann ich immerhin ein bisschen leveln, auch wenn es ganz wenig ist. Nehme ich mit. Wir werden jede Stärke gebrauchen können, die wir bekommen können in der Liga. Und ich wusste es! Ich wusste, dass das passiert! Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob ich trotzdem schneller bin. Zum einen Schnurgas, genau, Alter. Schnurgas ist zum einen eins der schnellsten Pokémon. Plus es hat Klingenklaue. Bin mal gespannt, wie es mit Paralyse jetzt aussehen wird. Ob es immer noch schneller ist. Eigentlich schon. Nein? Ich hätte wirklich erwartet, dass es trotzdem schneller ist. Hätte ich wirklich erwartet. Aber ich schätze, Pikachu ist halt doch ein bisschen schneller. Und tatsächlich, sie hat viermal Pikachu. Und ab hier die Trainer rauszuskippen, macht keinen Sinn mehr. Wir sind sowieso am Ende.
Ich meine, es kommen zwar noch sehr viele Trainer auf uns zu, auf dem Weg zur Liga, denn da gibt es eine lange, lange Route, kann man sagen. Aber trotzdem, das sind dann die letzten. Wenn wir schon alle drin gelassen haben, können wir die auch noch drin lassen. Ich hab das ernst gemeint! Lach mich nicht aus! Das meine ich übrigens auch ernst! Ups. Ich ziehe mich extra so an, um zu lernen, wie ein Elektro-Pokémon denkt. Wieso versuchst du es nicht auch einmal? Ich habe zwar kein Elektro-Pokémon im Team, was eigentlich ein Fehler ist, aber... Nee, danke. So, du kriegst erstmal... miese Hyperheiler. Und eine Super Potion. Ich habe nicht angekauft, das sieht man sehr. Sieht man hier sehr, sehr gut. Und mehr Trainer. Egal, ob Trainer oder Gitarrist, beide brauchen Hingabe, um ihr Können zu verbessern. Hoffentlich befindet sich schon direkt in diesem Raum der Arenaleiter. Volkner, glaube ich, hieß er. Immerhin mal ein gutes Pikachu. Ein Raichu. Ehrlich gesagt, sein will ich immer noch nicht kämpfen gegen das Ding, weil ich habe Angst, dass es Statik hat als Fähigkeit. Deshalb. Schilderer mit Erdbeben wäre eine gute Idee. Tatsächlich. Deshalb tun wir das. Allgemein könnte ich Schilderer hier reintun, weil Elektro sollte. Ich brauch's gar nicht mehr zu sagen, man sieht sofort. Ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen mit der Katze reingehen, damit sie so ein bisschen schnell ist wie der Blitz. XD, haha, neue Roffel. Aber ganz ehrlich, jetzt mal ohne Jokes. Shelterra macht hier sehr viel Sinn. Ich glaube, ich tue Shelterra, auch wenn es gerade so ein bisschen overlevelt, ganz leicht ist. Nach vorne. Ah, mein Gott hat mich im Stich gelassen. Ich war wohl nicht im Einklang mit mir. Manch mit den Rock'n'Roll, wenn man dich kämpfen sieht. Bist du vielleicht eine Rockerin? Also ich sehe zwar so aus, aber nein, bin ich nicht. Nope, 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 nope. Nope. Hier passiert nichts. Ich weiß nicht, warum das hier ist. Das Ding macht rein gar nichts. Nicht mal unsichtbare wandert das. Sehr fragwürdig. Ich suche nicht nur nach starken Trainern, mit denen ich kämpfen kann. Es geht mir auch ums Adrenalin, um den Kick. Das will ich spüren. Du willst den Funken spüren, ja? Ich mag diesen Ort. Es gibt mir wirklich so ein Finale-Feeling. Auch vielleicht aus anderen Gründen, aber egal. Ein Kadabra hat sich immer noch nicht weiterentwickelt. Und ich bin sehr froh, dass ich Knirsche habe mit Shelterra. Für Fälle wie diese mache ich dich platt. Nom, nom. Ich bin immer noch ein großer Fan von Knirsche und kein riesengroßer Fan von Biss. Anders gesagt, ich finde immer noch Knirsche ist besser als Biss. Fight me. Ich hoffe wirklich sehr, dass der Arena-Leiter hier, der Volkner, dass er ein Level 50 Pokémon hat. Mindestens eins, ja. Weil sonst ist das ja traurig. Ich glaube, selbst Cyrus hatte eins, oder? Kann das sein? Okay, da bin ich mir gerade nicht mal so sicher. Kann sein, weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich weiß nicht mehr, egal. Nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir das schnell hinkriegen. Deine Kraft ist beeindruckend. Sie hat mich ganz in ihren Bann gezogen. Ich bin so dankbar, dass Pokémon existieren. Es gibt nicht viel, was in mir die gleiche Begeisterung auslöst wie Pokémon. Ja, viele mögen Pokémon nicht. Verstehe ich nicht. Und ja, das ist die letzte Ebene hier. Da ist er schon. Und der Arena, Leute, hat die Arena aus Langeweile umgestaltet. Jetzt sprühen hier die Funken. Dem ist so langweilig. Einfach das ganze Gebäude umdesignt. Ja. So sieht's aus. So langweilig war ihm und so viel Zeit hatte er beim Stromausfall anscheinend. Nur seltsam, dass er das alles nicht testen konnte, weil er Stromausfall war und er trotzdem alles so perfekt alles designt hat,
dass es funktionieren wird. Schon impressive. Also genau wusste, dass das alles funktionieren wird. Und so. Aha, Traummagie geht voll ab mit den Level-Ups. Ein Biddy-Biddy-Fuzz. Biddy-Biddy. Also ich glaube, spätestens hier bin ich froh, den Pflanzenschalter gewählt zu haben. Ich kann ihn einfach vorne lassen. Der greift alle an. Alle anderen kriegen ein Spiel. Das ist das Spiel. Easy. Nee, ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass der letzte Arena-Leiter wirklich was drauf hat. Dass er so ein schwerer Kampf wird wie Cyrus. Das will ich. Ich erwarte das Schlimmste von ihm. Und so verglimmt mein letzter Funke. Hoffnung auf einen Sieg. Uns hat das an Energie gefehlt. Nein, viel mehr als das. Wir hatten nicht denselben Siegeswillen wie du. Na, ich spam einfach nur A und das war's dann. Also, ob das da viel Wille gibt, es gibt da halt viel Skill. Das gibt's. Hä? Das macht aber keinen Sinn. Ich kann einfach durchlatschen. Und ich kann da nicht runterspringen. Schade. was? Hi. Ich bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast. Aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Letzter Trainer. Oh, das war ein Typ. Oh, Mark, du hörst dich aber ziemlich weiblich an, du. Und hey, jetzt hat er mal ein Pokémon, was überhaupt nicht reinpasst. Ein Charlos. Da bräuchte ich eigentlich Tricky. Aber man kann das Ganze auch anders lösen. Mit einem Erdbeben! Oh nein, das reicht nicht. Ich war nicht stark genug. Trotzdem gut gemacht, Helterra. Eisenschweif. Sehr starke Attacke. Nur hat es eine sehr kleine Chance, überhaupt zu treffen. Trotzdem sehr starke Attacke. Du hast getroffen. Aber... Also es macht halt rein gar nichts. Ein Meditales. Irgendwie sowas macht das. Ah, du bist auch down. Ist egal, was ich auswähle, du wirst down gehen dadurch. So, hat er, weiblicher Mark, noch ein Pokémon? Oder ist vorbei? Komm schon. Ja, ist vorbei. Was macht deine Pokémon so besonders? Hat immer noch so eine weibliche Stimme, der krasse Dude. Du bist ein wirklich beeindruckender, starker Trainer. Ja, danke. Okay. Das waren alle. Und ich habe das Gefühl, das ist der Rückweg. Lass mich mal überlegen. Nee. Wie kommen wir da durch? Das geht nicht. Hä? Ansonsten habe ich noch eine andere Idee, wie wir das machen. Und zwar... Ups, Moment. Erstmal den hier. Moment, man kann hier nach links. Vielleicht ist das ja die Lösung. Moment, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Moment. Einen Moment. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Dann müssen wir vielleicht... Müssen wir vielleicht den ganzen Weg hier zurückgehen? So. Und dann? So, vielleicht? Hat das geholfen? Ja, so muss man es machen. Okay. Dann auf zum Kampf. Immer schön abspeichern vor dem Arena-Leiter-Kampf. Merkt euch das, Leute. Nun denn, Herausforderin. Es passiert nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bis hierher geschaffen. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Keiner von ihnen konnte mir das Wasser reichen. Ich bin Arenaleiter Volkner, kennst du schon. Ah, man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region, bla bla. Wie dem auch sei. Lass uns einfach die Sache hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir eine Erinnerung rufen kann. Wie viel Spaß Pokémon-Kämpfe machen können. Der ist ja voll traurig, der Dude. Müsst ihr mal ein bisschen Excitement ins Leben bringen? Vier Pokémon! Na
Komm, zeig deine Stärke. Zeig, was du drauf hast. Er fängt sofort mit dem Raichu an. Cooles Pokémon. Leider hat es gegen meinen Chelterra nichts. Surfer? Das Raichu kann Surfer? Hä? Alter, dann war das Pikachu aus Pokémon Stadium. Heftig. Tja, aber trotzdem gehst du down. Trotzdem, das war cool. Blödem, 56. Was hast du? 46? Pff. Ein Wasser-Pokémon Octillery. Die Weiterentwicklung von Remoraid wird zu einem Oktopus, wie bereits gesagt. Das ist es. Das Ding. Naja. Beta-Design sah immer noch viel besser aus. Wie auch immer. Schau, Octillery. Du bist weg. Ich meine, ich habe sogar Octillery als Figur gehabt. Ich hatte viele Pokémon-Figuren. Mann, auch die Lyrie war eins davon. Falls ich mich richtig erinnere. Oh, okay, jetzt mag ich dich. Aber Moment mal. Raichu ist Elektro-Pokémon. Octillery hat so gar nichts damit zu tun. Ist so komplett. Das passt überhaupt nicht rein. Ambidiffel passt auch nicht wirklich rein. Okay, es kann Elektro-Attacken erlernen. Und ich mag Ambidiffel, deshalb mag ich dich jetzt. Aber Octillery macht so überhaupt keinen Sinn. Also wirklich nicht. So gar keinen Sinn. Du bist doch ein Elektro-Arena-Leiter. Wo sind deine Elektro-Pokémon? Raichu ist das Einzige, was du hast? Soll ich das wohl verstehen? Ich meine, nach Ambidiffel kommt nur noch ein einziges. Okay, heilt sich nicht. Ich habe gedacht, er heilt sich vielleicht. Aber nö, hab Glück. Du bist jetzt down. Nom, nom. So, schau mal, Ambidiffel. Was ist dein finales Viechchen? Ein Elektro-Pokémon! Immerhin! Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Nicht mal Level 50. Ganz knapp Level 50 verfehlt. Ach, Junge. Eistern! Oh, Chelterra liebt mich und hält dadurch durch. Oh, toll, danke. Erdbeben! Nice! Ey, die liebe Feature, das liebe Feature ist so OP. Und es war sogar ein Crit. Also, heftig. Heftiger Kampf. Er hat so fast ein Pokémon von mir besiegt. Okay, der Kampf war jetzt nicht wirklich heftig, aber tun wir mal so. Wir haben so viel dafür getan, diesen Orden zu bekommen. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Es war ein sehr cooler Kampf. Heftig. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Oh yeah! Licht oder von Volk näher. Der Orden sieht so ein bisschen aus wie ein. Wie hieß denn das Pokémon? Das ist Let's Go, das neue. Dieses Stahl-Pokémon. Egal. Mit dem Lichtorden kannst du die Feuerattacke Kaskade über deinen Pocket verwenden. Diese brauchst du, um zur Pokémon-Liga zu gelangen. Jetzt, wo dir alle 8 Orden verliehen wurden, gehorchen dir alle Pokémon ausnahmslos. Und ich möchte, dass du die hier an dich nimmst. Die Sticker, die Faulkner verwendet. Und eine TM. In der TM ist Ladestrahl. Wenn du diese tolle Attacke triffst, kann sie den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Ja, hast du die Attacke je benutzt? Nope. Okay, dann machen wir uns nun auf den Weg zur Liga. Wir haben alle 8 Orden. Deshalb, lass mich hier raus. Dass man den ganzen Weg zurücklatschen muss und keinen Teleporter bekommt. Ein bisschen nervig. Aber ich komme schon damit klar. Let's go.